Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja. Jo, ich habe extrem viel Spaß, darum nehme ich jetzt nochmals wieder ein bisschen auf. Schade, dass das Hexit Let's Play, also die Hexit Let's Plays so beliebt sind auf YouTube, da wird mein Video nicht so gut gefunden. Aber ich mache es trotzdem weiter, weil es mir am meisten Spaß macht und vielleicht werde ich bald mal ein bisschen berühmter meine Videos von hier von Hexit. Jo. Es gibt hier ein paar Büsche, die nehmen wir mal. So. Ja, die lassen wir dort. Wir haben hier ja ein paar Hühner. Da eins raus ist. So. Eigentlich wollte ich ja Kühe haben, aber es gibt keine Kühe. Sollen wir machen? Haben wir Holz? Wir haben einiges an Holz. Können wir uns eine große Weide machen? Müssen wir halt ein bisschen cheaten. Ich werde nur ein paar Sachen, ein paar Kühe und so cheaten, mehr nicht. So wird es nicht sehr schlimm sein. Ich frage mich jetzt, wo am besten die Kuhweide hin soll. Hier oben wäre nicht schlecht. Können wir hier mal ein paar Bäume fällen. So. Müssen vielleicht bald mal irgendwie umziehen oder so. Also nur so eine Zweitbasis, die können wir dann mit einem Portal verbinden. Das zeige ich dann euch alles, wie das geht. Jo. Geht relativ schnell mit Tricapture Mod. Die werden wir mal vernichten hier. Abreißen. Die geben also Pfeile eigentlich nichts Gescheites. So. Und hier mal ein bisschen gerade machen. So, es wird leider Nacht ein bisschen, man sieht nicht mehr so viel. Den können wir auch abholzen. Brauchen wir es nicht unbedingt. Aber hier noch kurz. Die Bäume leuchten so groß, so stark hier. So, haben wir eine genug große Weide. Hier könnten wir noch ein bisschen. Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkunden auf eine andere Seite. Wir haben das letzte Mal ja dieses Hochland, dieses komische Gebiet gefunden, das so irgendwie chinesisch aussieht. Und wir wollen unbedingt entweder der Herbstwald oder einfach eine große Ebene finden, damit man gut eine gute Farm oder so herstellen kann, wo man dann Platz hat. Also der Herbstwald ist zwar ein bisschen bergig, aber ich finde den wunderschön. So, der große Baum fällen wir auch noch kurz. So. Alles runtergekommen, ja. So, also. Ja, diese Birke hier ist auch noch im Weg.
dass die Birke, die Setzlinge, so, raus, jetzt Zäune. Zu spät gekommen, bevor ich merkte, dass wir ja mit den Holzbrettern gemacht haben. So. Jetzt noch ein paar Fence Gates. So. Gut. Ja, haben wir einfach mal ein paar Trapdoors gemacht, also nicht. So. Ja. Also. Fence Gates. Da. Also eins sicherlich mal hier. So. Bisschen weiter. Wir wollen eine große Weide haben. So. Hier. Ganze, weil uns die Fence Gates schon langsam ausgehen. Ich denke, bis hier müssen wir halt mehr nachher holen. Ja, wir brauchen noch mehr. Ich bin blöd. Wieso bin ich so blöd? Mist. Haben wir halt noch mehr. Oh Gott, oh Gott. Schlimm. Heute ist schlimm. Aber egal. Wir haben genug mehr als genug Holz. So, jetzt noch hier drüben eine Fence Gate hin. So. Jetzt ein wenig ausleuchten. Gut. Also, hier machen wir noch eine Treppe nach oben. So, es reicht. Gut. Ja, jetzt müssen wir cheaten. Dafür haben wir hier einen Cheat-Mode. Die Eier sind wo hier? Cool. Chicken. Das könnten wir noch gebrauchen. Ja, das reicht. Aber nur vier je. Zwei sind ein bisschen zu wenig. So, jetzt können wir die gleich wieder weglegen. Cheat Mode aus.
So. Also, jetzt brauchen wir Weizen und Körner. Und ja, kurz. Haben wir richtig viel angepflanzt. So, jetzt kommt ihr Mamfi über. Kommt. Nicht so verteilen, bitte. So, und ihr bekommt auch noch Mamfi über. So, dann haben wir endlich mal ein bisschen Essen. Wir hungern ja schon das ganze Let's Play eigentlich herum, weil es so viel wenig Tiere gibt. Schon viel besser. Okay. Ja, ist ein bisschen blöd hier. So ist besser. Also, jetzt schauen wir mal. Wir haben das letzte Mal doch ein wenig gemeint. Naja, sieht jetzt nicht gerade gut aus. Wo ist unser Eisen? Im Ofen. Also wissen wir. Ah, hier. Eigentlich nicht. Wir haben alles. Wir machen noch eine Diamant-Axt. Können wir gut gebrauchen. Ja, eine Schaufel auch. So. Wir legen mal das Zeugs hier rein. So. Ja, ist gut. Also, da gehen wir mal in welche Richtung? Nein, nicht so. Also das ist das komische Gebiet. Steht da nirgends, welches Gebiet das ist. Wir gehen in diese Richtung. Es ist ja das große Biome. Und deshalb kann es sein, dass wir ein bisschen laufen müssen. Aber immerhin lohnt sich es dann. Es kommen nicht immer ganze Zeit neue Gebiete und so. Das nervt mich einfach wenig. Ich möchte schon große Gebiete haben. Und später haben wir sehr schnelle Boots und sehr schnelle Rüstung und alles mögliche. Dann geht es doch viel besser. Aber wir brauchen die Rohstoffe zuerst. Und jo, wenn wir dann Diamantrüstung haben und Zaubertisch und so, können wir in die Dungeons gehen, ohne Probleme. Ich wollte einfach nicht am Anfang schon rein und dann immer sterben oder so. Und dann den Spaß haben. Und auch ist es etwas, wenn man die Dungeons eigentlich kann, ist das Spiel eigentlich schon fast vorüber und deshalb will ich alles sehr langsam angehen. Und nicht zu schnell, also. Und ich werde natürlich das Let's Play nicht beenden, wenn wir die beste Rüstung haben und so. Wir werden natürlich sehr viele Sachen noch durchmachen. Ja. So. Der war hier. Oder? Doch hier. Das darf man nicht mit der Axt machen.
Aha, es laggt wieder. Wieso laggst du Spiel? Wieso laggst du Spiel? Ah, es geht auch so. Gut. So. Also machen wir uns hier wieder die Truhe frei. Ja, toll. Bringt sehr viel. Wir könnten uns eigentlich heranwagen an diesen Turm. Aber der hat einen Golem. Nee, lieber nicht. Ist mir nicht ganz geheuer. Das ist das schwarze Loch da. Da gehen wir mal hin. Ah, das ist wahrscheinlich ein Teil, das nicht von der Karte aufgedeckt wurde. Okay. Ja, es ist weg. Okay, gehen wir wieder nach Westen. Hier sind zum Beispiel Schweine. Lapis Lazuli brauchen wir nicht. Jetzt dann auch nicht. Hier ist Marmor. Brauchen wir momentan auch nicht. Das ist Gravel. Kupfer. Und da hakt ein wenig. Ja, warum? Das ist eine Kirche. Hat sie irgendwas drin? Nö. Hier ist auch dieses Hochland. Gebirge, scheinbar. Das nicht ganz Gebirge ist. Schaffen wir es hier. Ist noch Forest. Jetzt Gold. Nehmen wir kurz das Gold mit. Müssen wir jetzt extrem heiß. Ja. Ja, das Eisen können wir auch mitnehmen. Ja, das letzte Mal kamen ja einige Meteoriten runter. Und in diesem Zeugs können wir dann sehr gute Sachen herstellen. Aber da brauchen wir noch ein paar Sachen, glaube ich. So, wir rennen mal. Ist mir ein bisschen zu langweilig sonst. Ist ein Dorf? Nein, das ist nur ein Haus. Ja, zurück kann ich dann auch offscreen, also off aufnahmisch machen. Ah, hier kommen die ersten richtigen Berge. Dachte schon, das wäre extrem hell im großen Biom. Großen Biom. Aber gut. Ah, was ist denn los? Ladet irgendwie viel. Hab ich das Gefühl. Schade, dass Optifine nicht geht hier. Ah. Cool. Wir haben. Wie heißt es jetzt schon wieder? Hier könnten wir ein paar Obsidian farmen. Wir brauchen unbedingt Obsidian. So. Da wir hier einen Lava See haben.
also. Ein bisschen Obsidianfarm. Wir brauchen eigentlich nur 4. Aber wir nehmen noch, für was brauchen wir Obsidian? Ja, okay, nehmen wir 4 mit. So, da wir das Rote eigentlich nicht erkunden müssen, weil es eigentlich nicht viel gibt, können wir dann doch wieder kurz zurückgehen. Ich will nur ein paar von diesen Steinen mitnehmen. Die sehen noch recht schön aus. Ja, die Schlucht möchte ich da noch. Ich könnte hier mal ein bisschen die Monster anmachen. So. Wir nehmen einen Stack hier mit. Ah, es ist jetzt richtig schön hier. So. Nicht mehr. Was hat's hier? Sieht komisch aus. Also Schlucht. Du bist gar keine Schlucht. Schade. Okay, ich mache jetzt hier auf easy. Wir gehen mal rein. Ich könnte. Hallo? Hier keinen Durchgang. So, was könnten wir gebrauchen? Ein bisschen Kohle. Ein bisschen Eisen. Das Kupfer brauchen wir eigentlich nicht so viel. Nehmen wir aber trotzdem mit. Hier ist Aluminium. Nehmen wir mit. Können wir hier nicht etwas anderes nehmen? So. Oh, Enderman. Die brauchen wir. Yeah, eine Endperle, eine Perle der Natur. Viel zu viele verletzte Mäuse. Ah, ja, stimmt, die Kühe brachten wir ja auch für die Rucksäcke, gut. Ah. Endlich Rucksäcke herstellen. Das ist ein bisschen skurril hier. Hier ist noch ein bisschen. So. Ja. Ein bisschen tiefer müssen wir. Gibt es hier einen Wasserfall? Komm. Gut. So, da können wir hier noch tiefer. Da ist Meteoritengestein, die nehmen wir aber nicht mit. Wir haben genug vom Meteoriten. Oh nein.
nein, das ist gefährlich, das ist ein verzaubertes Skelett. Was? Super Bollwerk. Architekt. Alchemist. Ah, der schießt. Oh, das sind rare Monster sogar. Hunger. Gut, das haben wir besiegt. Aber da ist noch ein Geist. Das, der ist unbesiegbar. Da, jetzt hat er Schaden bekommen. Ja, lieber ein bisschen ab. Ein Spektralpick. Hau nicht ab. Wir haben es besiegt. Wir haben es wirklich besiegt. Cool. Ich denke schon. Aber wieso hat es am Anfang so viel ausgehalten? Und dieser gibt mir das Water Breathing. Pumpkin Seeds. Sunflower Seed, Chocopedia, Brot. Nein, hier gehen wir jetzt nicht entlang. Warte doch. Seht ihr? Da sehe ich sehr wertvoll. So, was gibt's hier? Einen Creeper, der auch wieder viel aushält. Hä, irgendwie ist die Anzeige verbuggt gewesen. Eisen, Melonen, sieht's cool. Ah, nerv nicht bitte. So. Und wir haben schon wieder so viel Hunger. Nicht gut. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Können wir noch ein bisschen tiefer? Ja, toll. Also gehen wir wieder hoch. Da drüben scheint es nicht weiter zu gehen. Und hier jetzt diese komischen Teile wieder. Quantum Dust. Und hier ist schon wieder fertig. Schade. Ja, lassen wir das. Ja, die Baule können wir rauslassen. Rauswerfen. Und ja, komm. Viel besser so. Ja, nach oben wieder.
Katastrophe. Hallöchen. Lava. Hat sie irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Schade. Eigentlich in die andere Richtung. So, kann man hier eigentlich nichts Slash Spawn eingeben. Doch, aber wir. Wir landen irgendwo unter der Erde. Ist nicht gut. So. Also wir unter der Erde landen. Ist nicht gut, nicht gut. Hier machen wir wieder auf Peaceful. Und essen mal was. So. Also. Der Spawn ist hier, dann muss es hier sein. Da drüben. Gut. Ja, hier ist unser Spawn. Meteorit. Und hier ist unser Haus, unser Hausbaum. So, hallo, wie geht's euch? Gut, danke, ja. Super. So. Sunflower Seed, Chocopedia, Redwood, Red Cobblestone, Spider A, 10 Ore. Jetzt brauchen wir noch ein paar Diamanten. Die legen wir so hin. So hin. So, yeah. Aha, brauchen wir sogar einen weniger. Oder haben wir einen mehr? Und wir haben sogar noch Obsidian. Also setzen wir zuerst mal diese Sachen. Haben wir noch eine Hacke? Ja. Jetzt. Wie am besten? Wir haben hier Wasser. Also setzen wir hier einen Wasser hin. Machen wir am besten hier einen unendlichen Brunnen. Ah, hier haben wir einen. Okay. So. Wasser. Ja. Wasser. So. Und jetzt machen wir hier ringsum und hier ringsum. Was, Ding. Setzen wir hier.
Pumpkins hin und hier Melonen und da drüben Sunflowers. Ja, toll. Und wie können wir die jetzt? Hä? Das bringt's ja nicht. Vielleicht vermehren die sich. Okay. So. Noch ein paar Beeren sammeln. Die wachsen hoffentlich das so schneller. Wenn man die Beeren pflückt. So. Und die da kann man auch pflücken, gut. So. Also, das Zeugs reinlegen, das. Jetzt das hier hin tun. Die Bücher können wir dann weglegen. So, Enchanting Table. Zuckerer haben wir noch keine. Scheinbar nicht. So, jetzt haben wir hier schön einen Raum. Können wir endlich mal wenigstens etwas verzaubern. Effizienz. Silk Touch. Nein, Unbreaking. Fortune. Fortune ist das Gute. Ach komm. Ist jetzt Fortune an hin? Ja toll. Jetzt ist es weg. Okay, das Schwert mit Sharpness. So. Gut. So. Was wir noch brauchen ist, ja, eigentlich naja, Diamanten brauchen wir jetzt nicht unbedingt, was wollte ich sagen? Komm, das bringt's jetzt nicht. Wir erkunden mal das Gebiet hier unten. Ja. Oh, toll. Wir haben hier noch kurz zwei Eier. Wir müssen hier irgendwas mal bauen oder so, dass wir länger hier bleiben, damit die Sachen auch wachsen. Und die Tiere noch auswachsen, damit die die wieder vorpflanzen können. Aber zuerst gehen wir eben dort runter ins neue Gebiet, ins neue alte Gebiet. Das zweitneueste Gebiet. Oh, wir könnten ja diesen Dungeon jetzt mal. Ich denke, der ist nicht so schwer. Wir machen diesen Dungeon. Aber mit easy. Creeper-Kopf. Wie viele Creeper gibt es hier? Ist ein Creeper Dungeon oder was? Okay. Ich denke. Das ist ein. Eines davon ist eine Falle. Nein, nicht mal. Okay, Weizen, Kessel. Ein Chending Book, ein Sattel. Okay.
Und in diesen rissigen Wänden ist immer eigentlich eine Truhe. Ist noch recht praktisch. Und es geht sogar weiter. Hä? Das ist ein Creeper dann schon. Geist hin. Da ist er. So. Gibt es in diesen Wänden hier auch eine Truhe? Nicht? Okay. So sah aus. Sollte nicht hüpfen. Ich mache es aber trotzdem. So böse. Oh, diese. Oh. Geht weg. Die sieht man so schlecht. Berserk Fenegas. Oh je. Ja, teleportieren kannst du dich auch noch. Oh, das ist nicht gerade gut hier. Ja, genau. Spam mich doch zu. Diese Bücher nehme ich nachher mit. Nicht jetzt. So, mal das Zeugs, das wir jetzt nicht gerade brauchen, reinlegen. Deine Haunted Armor besiegen. Oh, was ist denn los? Das ist ein Creeper Dungeon. Wir hätten fast eine Schallplatte gekriegt, aber ich bin zu schnell gewesen. Aber macht nichts. Was ist denn hier? Ah, das ist der Ausweg da. Genau, den ich mal freigeschaltet habe. Freigebaut habe. Ein Jasperblock nehmen wir mit. Redstone nicht. Ein Bucket nehmen wir noch mit. Und hier drin haben wir noch andere Sachen. So, Gunpowder. Ist noch recht zäh. Ein paar Sachen wieder reinlegen. Vor allem diese Sachen. So. Zuerst hier. Doch. Jetzt hier. Noch mehr Eisen. Gleiche, habe ich das Gefühl. Das sind diese zwei Kisten, die wir schon haben. Hier können immer wieder Fake-Kisten sein, die uns angreifen. So. Hier ist noch eine Truhe. Mehr Eisen, noch ein Sattel. Okay. Hier drin haben wir schon geschaut. Nein. So.
Kiste wieder befüllen. Coco-Bombings können wir lassen. Aber Gunpowder nicht. Und das Schwert. So. Ja. Dankeschön. So. Hier scheint nichts zu sein. Das Skelett kommt nicht zu uns. Da waren wir schon. So. Oh. Was haben wir denn hier? Scheinbar nichts. So, geht weg. Rüstungen. So, eins von denen ist sicher eine. Aha, wir hungern. So schnell. Diese Dungeon keine einzige Truhe, die uns angreift. So. Weizen. Nö. Wir müssen noch ein paar Wackeln herstellen. So. Gut. Also, jetzt nehmen wir die Sachen raus, die wir in die Truhen getan haben, dorthin. Und sonst, ja, haben wir eigentlich alles. Lieber dann hier ein paar gute Sachen rausnehmen noch. Also zum Beispiel hier hat es doch, na nicht hier, hier nehmen die Sattel mit. Ja, zwei reichen eigentlich. Wir könnten hier noch das Gunpowder mitnehmen. Hier, so. Irgendwo, wo war doch ein gutes Buch? Hier, glaube ich, oder? Looting, genau. Ja, einen Sattel. Ja, reinlegen. Okay. Dann war's das alles. Scheinbar. Haben wir irgendwo noch etwas vergessen? Wir machen hier schon mal wieder auf Peace Food, damit wir nicht unnötig Nahrung verlieren. Unbreaking 3. Und die normalen Stone Bricks nichts wert. Hier haben wir noch recht viele Sachen. Looting 3 für diese. So, Gunpowder. Bucket. Smite ist nichts mehr. Okay. Jetzt haben wir aber alles. Bye.
So. Schon wieder Level 26, können wir dir etwas verzaubern. Okay, hier war der Eingang, den wir gegraben haben. So. Mal Sachen reinlegen, die wir können. Wir brauchen mehr Kisten. Können wir hier eigentlich... Nein. Ja, dann haben wir unten doch noch Platz. Ja. Können wir noch eins nach rüber. Hier die Kisten hin tun. So, hier können wir das Ektoplasma, dieses Zeugs, Loot. Ja. Okay, es wird wieder morgen. Die Bäume sind gewachsen. Hier könnten wir noch ein paar von diesen nehmen. Hier haben wir die Beeren. Pflücken. So. Sehr gut. Sonst, ja, diese sind fertig. Können wir pflücken. So. Setzen. Die Barley Seeds. So. Haben wir das auch geschafft. Jetzt, ja, Kürbisse. Kühe scheinen ausgewachsen zu sein. Ah, hier hat's Zuckerrohr. Können wir... Ja. Hier drüben. So. Das Zuckerrohr anbauen. So. Gut. Ja, eben das Weizen rausnehmen, die Körner. So. So, Hühner. Noch ein paar. Kommt. So. Und die Kühe. Komm. Gut. Hier da auch. So. Und dann hier zwei noch. Komm. Ja, jetzt haben wir schon mal recht viele Tiere.
Geht mal bitte weg. Da ist es ja. So. Jo. Jetzt können wir eigentlich Dungeons besuchen. Oder wollen wir zuerst meinen? Ich denke, wir meinen zuerst mal. Aber zuerst holen wir uns einen Eimer Wasser. So. Wir müssen meinen, wir brauchen sehr viele Sachen. So. Und zuerst will ich die Spitzhacke noch ein bisschen besser aufbauen. Mit Unbreaking. So. Und hier könnten wir noch ein bisschen. Ich will dieses nicht Soul Steel, sondern Afterlife drauf machen. Können wir nicht, okay. Aber reparieren können wir. So. Also, hier runter gehen. Ich höre Lava, da müssen wir vorsichtig sein. Aber ist scheinbar nicht hier in der Nähe. Da unten haben wir eine Höhle, da waren wir schon mal. Okay. Wir nicht so weit runter. Hier können wir ein bisschen Kohle mitnehmen. Sind wir bei 25? Zu Stripmine. Wir machen hier einen Zweiergang. Dann links und rechts die Strips. So. Das reicht schon mal. Also hier kommt das Swimmingpool hin. Hier. Oder hier. Ich glaube hier war es. Aber das lassen wir noch. Und dann eins frei. So. Also beginnen wir hier das Strip Mining. Ob wir etwas Gutes finden, kommt auf den Zufall drauf an. Ist vieles Zufall. Ja, wir haben eigentlich schon gut gefunden. Das ist. Und dann hier rüber bauen. Bis zum Diamanten.
müssen wir weiterbauen. Sehr schön. Hier haben wir ein paar Sachen bekommen. Zum Beispiel ein Essence Berry, Tin Ore Berry, Gold Ore Berry. Wir könnten unten dran, unter dem Keller, könnten wir eine so Ore Berry Farm anpflanzen. Ich weiß nicht, ob die Licht brauchen. Platz brauchen sie wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die sich vorpflanzen können. Ich denke mal nicht. Hier drüben ist ein Lavafluss. Da kommen wir wahrscheinlich bald vorbei. Weil wir gehen ja links daneben dann zurück. So, ich denke mal. Hier dann zurückgehen. Am Anfang noch nicht so weit gehen, weil dann später bräuchten wir die Nähe. Weil wir ja dann nicht mehr nach vorne durchbauen können. So. Machen wir hier also schon markiert. So, oh, wir haben keinen Platz mehr. Irgendwas rauslegen, ja. Das ist klar. Wir haben ja die Meteoritenrüstung an, die hat grundverzaubert schon. Magnetization. Sehe nicht mehr so gut. So, hier haben wir das Zeugs, die Lava. So, was haben wir hier denn so Schönes? Hallo? Nix. Gemeinheit. Hier mal alles diese Stagniten weg tun. So. Ja. Wir gehen weiter. Die eigentlich nicht, nie. Das ist gut, da können wir mehr tragen. Hier ist auch Meteorit, brauchen wir nicht. Hier ist eine Höhle. Okay. Mit Lava. In dieser Höhle gibt es eigentlich nur hier Gravel. Diese Essenzen lassen wir mal. Aber trotzdem hier mal nach oben. Da geht nämlich die Höhle weiter. Hier ist nur Lava. Hier haben wir noch einen Busch, den wir mitnehmen können. Und sonst. Scheinbar nix. Oh, doch. Also legen wir hier ein paar Sachen rein. So. Gut, rausnehmen müssen wir eigentlich nix, oder? Alles Fire Protection.
blockieren wir kurz. Oder nein, können wir, glaube ich, gar nicht blockieren, was diese Map ist. Doch, können wir. Was ist das für ein Spawn? Zombie-Spawn. Sehr gut. Ich mag Zombie-Spawner. Zombie-Spawner. So, grob. Doch, 50, 26. Gut. So. Hier oben ist nichts mehr. Kohle brauchen wir auch keine. Ist nichts. Hier ist scheinbar auch nichts. Komm, weg da. Hier ist sicher was. Ja, eine andere Höhle. Mit noch mehr Büschen. Das ist, glaube ich, Aluminium, oder? Ja. Noch mehr Bären. Hier ist wirklich die Bärenzucht. Bären habe ich noch nie gesehen. Nehmen wir die einfach so mit. So, Diamanten. Hier noch ein bisschen Silber oder was ist Zinn. So, mal dieses Cobblestone weg. Pfeil weg. Cobblestone weg. Also machen wir halt. Nehmen wir halt den Pfeil mit. Und hier die Essenzen mitnehmen. Lava brauchen wir nicht. Gehen wir kurz runter. Diese Höhlen sind so verwirrend. Diamanten. So. Hier auch nichts. Okay. Hier geht's nach oben. Gott, nehmen wir nicht mit. Hier hoch. Scheinbar nicht so viel hier. Doch, Diamanten. Oh, cool. Sehr viele Diamanten. Nice. Diese Höhle. Gut. Sehr schön. So, ich mache kurz eine Pause. Bin gleich wieder da.